Hallo allerseits. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammenkommen. Weltpremiere. Wir wollen euch zukünftig über die grandiosen technologischen Entwicklungen im Bereich der digitalen Kommunikation informieren. Was geht im Bereich ChatGPT? Wie entwickelt sich das Thema KI? Was tut sich im Bereich Metaverse? Da ist momentan so viel Feuer drin und ich freue mich riesig, dass ich das gemeinsam mit meinem Bruder Thomas machen kann. Vielleicht erzählst du ganz kurz was zu dir, Thomas. Ich meine, der Grund, warum ich hier bin, ist erstmal der, wir arbeiten schon seit über 25 Jahren an der Avanet AG. Ich war lang in China für die Avanet, war dort tätig, habe dort in Shanghai gearbeitet. Und jetzt hier, weil das Thema KI so einen wesentlichen Impact macht. Dir ist es vielleicht auch so gegangen. Vor 25 Jahren haben wir gemerkt, das Internet, das bewegt was. Auf jeden Fall. Und deshalb haben wir auch was mit der Avanet AG gemacht. Und jetzt habe ich wieder so das Gefühl, dass das Thema KI so ein Gamechanger ist. Und die Frage ist, wie können wir es nutzen? Wie könnt ihr das nutzen? Und das sind die Fragen, um die sich bei mir gerade komplett dreht. Absolut. Und da, das wollen wir gemeinsam mit euch teilen. Deshalb die Idee, das in den V-Log hinein zu packen, direkt für euch. Und wir möchten wöchentlich euch informieren, was haben wir ausprobiert, was gibt es für spannende Entwicklungen, dass ihr das einfach auch für euch selber nutzen könnt. Und es ist euer V-Log, das heißt, wenn ihr auch Impulse habt, schreibt die uns einfach immer in den Kommentaren, dann können wir es richtig lebendig machen. Und jetzt freue ich mich richtig drauf. Die erste Folge kommt gleich. Das Thema ChatGPT, das ist eigentlich das Erste, was wir gemeinsam mit euch besprechen wollen. Denn das ist einfach in aller Munde. Ich bin fest davon überzeugt, euch ist es auch schon mehr wie einmal über den Weg gelaufen. Und da wollen wir euch heute einfach mal die Info geben, was ist es denn eigentlich? Und dann natürlich auch, wie kann man es dann auch direkt nutzen? Und dafür jetzt sage ich mal die nächste Zeit. Und ich meine, Thomas, du hast mich angezündet mit dem Thema ChatGPT. Erzähl einfach mal, erzähl uns mal ein bisschen was. Was ist denn das und was kann man denn da Faszinierendes mitmachen? Kann man wahrscheinlich ewig drüber reden, aber was ist es denn eigentlich? Artificial Intelligence ist ja bereits schon lange auf dem Markt. Wir verwenden es überall, im Smartphone oder bei der Google-Suche. Es ist schon überall. Aber das Neue jetzt mit ChatGPT von OpenAI, dass wir ein Sprachmodell haben, das automatisiert den Menschen und menschliche Sprache komplett imitieren kann. Und es ist natürlich sensationell. Plötzlich bin ich in der Lage, nicht mehr mit einer Programmiersprache, mit einer Maschine zu kommunizieren, sondern ich kann ganz normale Sprache verwenden, um eine Maschine, um eine Kommunikation oder einen Dialog sogar mit einer Maschine zu führen. Absolut sensationell. Und ist jetzt OpenAI, das hat ja, glaube ich, der Elon Musk mitgegründet. Das ist ja außerdem 2016, glaube ich, gegründet worden. Sind das die einzigen momentan gerade? Gibt es da auch nochmal Nein. Wettbewerb? Natürlich gibt es da Wettbewerb. Die ganz Großen, die arbeiten alle an ihren eigenen Language-Modellen. Aber OpenAI und ChatGPT haben sich eben im Besonderen auf dieses Thema spezialisiert und waren jetzt in der Lage, mit entsprechendem Vorlauf natürlich, diese KI-Lösung auf den Markt zu bringen und öffentlich zu machen. Also das heißt, die haben jetzt einfach die Nase vorn. Ja. ChatGPT kommt von denen, Ja. aber die Großen, also Google und wie sie denn sonst noch so alle heißen, Facebooks, Microsoft hört man ja häufig, aber die sind, glaube ich, auch, die sagen sind wir bei OpenAI mal, mit bei dabei. OpenAI dabei. Das heißt, die werden jetzt sicherlich auch nochmal Gas geben. Also da wird es auch viele, auch im Businessumfeld, viele, viele Anwendungen jetzt geben. Egal. Das bewegt sich alles so schnell, dass wir jetzt in den Nachrichten gehört haben, dass Elon Musk und viele andere sogar ein Memorandum fordern, dass man jetzt erstmal nicht weiterentwickelt, sondern erstmal langsam schaut, wie man dieses ChatGPT, diese Language-Modelle richtig einsetzen kann. Das heißt, da merkt man, es ist fast eine Entwicklung, die einen überrennt. Aber nichtsdestotrotz, sie wird kommen. Wir müssen vorbereitet sein. Wir wollen vorbereitet sein, weil die Möglichkeiten damit einfach nahezu endlos sind. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, ich meine, du hast mich ja selber dann auch fasziniert da damit. Und lass uns genau darüber mal reden. Also es geht um das Thema Sprachmodell. Es geht darum, dass ich jetzt anfangen kann mit einer, also mich mit einer Maschine wirklich zu unterhalten, als wenn es ein Mensch wäre. Und dann Richtig. kommt es ja wirklich ganz drauf an, welches Wissen hat denn eigentlich die Maschine? Wie viel Wissen hat denn jetzt aktuell ein ChatGPT? Das Wissen ist enorm,
weil die Datengrundlage für das Training dieses Language Models war riesengroß. Man kann fast sagen, ein Großteil des Internets wurde dafür verwendet. Das heißt, Wikipedia-Artikel, unterschiedlichste Informationen aus einer Vielzahl, Myriaden natürlich von Internetseiten. All das ist in das Training von ChatGPT eingegangen. Und das bedeutet, allein schon in der Version, wie wir sie jetzt schon haben, ist sie, ich möchte nicht sagen allwissend, aber es kommt wahrscheinlich dem Thema Allwissen schon sehr, sehr, sehr nah. Ich habe gehört, dass in den USA tatsächlich auch schon Tests gelaufen sind, dass ChatGPT, glaube ich, die den Arztabschluss geschafft hat. Also ChatGPT dürfte sozusagen Menschen ärztlich behandeln. Also das ist schon enorm. Also es hat ja wirklich den Anschein, dass ich eigentlich jede Frage stellen kann, eine exzellente Antwort darauf bekomme. Wo sind denn die Limits? Also was kann es denn eben noch nicht? Wir haben auf jeden Fall kein Bewusstsein. Wir haben auf jeden Fall nicht sozusagen den zweiten Menschen oder technischen Menschen neben uns, der sich bewusst mit uns verbindet. Ich möchte es jetzt mal so sagen. Was wir aber haben, ist eine Maschine, die auf der Grundlage des trainierten Wissens in der Lage ist, für uns bestmöglich verständlich Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das in einer Variabilität, dass wir uns einem Thema innerhalb eines Dialoges annähern können. Aber was ist mit Bildern zum Beispiel? Was ist mit Diagrammen? Wie sieht das aus? Also die jetzige ChatGPT-Version hat erstmal keine Komponente, mit der Grafiken oder Bilder oder Ähnliches erzeugen kann. Da gibt es andere Modelle, wie zum Beispiel DALL-E, auch von OpenAI, die ja das Thema Generierung oder Kreativität im grafischen Bereich bereits schon jetzt austestet. Das kann man ebenfalls mal ausprobieren. Aber eine Kombination dessen ist heute noch nicht möglich, zumindest nicht mit den gängigen Modellen. Also ChatGPT-4, das heißt jetzt das neueste Modell, das geht jetzt in die Richtung und wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft mit den weiteren Versionen sehen, wie das Thema Kommunikation, das heißt sowohl visuelle als auch textuelle Informationen, wie das mehr ineinander wächst. Also das heißt, es ist viel möglich, aber nicht alles. Das Thema Grafik und so, das muss man jetzt erst einmal ausblenden. Da müssen wir auf andere Plattformen gehen. Die werden wir sicherlich auch noch hier bei dem V-Log besprechen. Lass es uns noch einmal ein bisschen konkret machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe oder in einem Unternehmen arbeite, wo, Thomas, siehst du da jetzt schon ganz aktuell die Möglichkeiten, das erfolgreich einzusetzen? Eigentlich, wir greifen jetzt einfach das Thema Kommunikation heraus, weil da kommt Sprache am ehesten natürlich zu tragen. Und es bedeutet, ChatGPT kann uns helfen, zum Beispiel in der Content-Generierung. Wir brauchen Informationen bzw. haben reguläre Informationsflüsse raus in den Markt zu den Kunden. Und die Frage stellt sich immer, wie generieren wir das? Und ChatGPT ist jetzt in der Lage, diesen sprachlichen Content für uns automatisch zu generieren oder denen zu helfen, die normalerweise dafür zuständig sind, und kann denen zuarbeiten, sodass zum Schluss derjenige, der den Content kreiert, aus einer Vielzahl vielleicht von Vorschlägen, die von ChatGPT kommen, auswählen kann und daraus das beste und zielgruppenspezifischste Content-Element kreieren kann, um ganz nah dabei zu sein. Also alleine das finde ich schon magisch. Und da sind wir ja nur eigentlich bei der ersten Möglichkeit, wie wir das ChatGPT oder das GPT-Sprachmodell nutzen können. Weil wenn ich bedenke, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr seid sicherlich auch gelegentlich am Überlegen, ja, was schreibe ich denn jetzt hier? Sei es eine E-Mail oder eben ein Beitrag in den sozialen Medien, der ein oder andere, oder ich muss ein kleines Konzept entwickeln oder eine Rede. Ich habe plötzlich jemanden, der mich da wirklich ganz aktiv dabei unterstützen kann. Also faszinierend. Was gibt es sonst noch? Wo denkst du, wird das Ding schon eingesetzt werden? Ja, wir arbeiten auch mit dem Thema Entwicklung, das heißt Softwareentwicklung. Und Softwareentwicklung hat auch was mit Sprache zu tun. Jetzt nicht mit menschlicher Sprache, aber mit Programmiersprachen. Und da kommt so ein Language-Modell ebenfalls extrem zum Tragen. Das heißt, wenn wir anfangen zu entwickeln, ist plötzlich eine KI-Lösung vorhanden, die uns bei der Erstellung von Programmiercode unter die Arme greifen kann.
Und es ist natürlich sensationell. Selbst für denjenigen, der jetzt erstmal nur rudimentär mit dem Thema zu tun hat, hat ChatGPT sofort die Möglichkeit, einen Einstieg zu finden und dort sogar teilweise eine fertige, schlüsselfertige Lösung zu programmieren und das auf Knopfdruck innerhalb weniger Sekunden. Also das ist natürlich auch total faszinierend. Also überall hört man ja, wie IT-Fachkräfte gesucht werden. Ja, und eigentlich hat ja auch jedes Unternehmen ein bisschen Bedarf oder vielleicht sogar auch eine ganze Latte von Anforderungen, auch im Bereich der Softwareentwicklung. Also das ist natürlich auch noch einmal ein richtig spannender Enabler, Thomas. Aber das kann ja nicht alles sein. Wo noch? Ja, wo benötigen wir Support im Bereich, ich muss Wissen sofort zur Verfügung haben? So geht es zumindest mir. Wenn ich irgendwelche Dinge wissen muss, auch im Business-Kontext, dann google ich, dann schaue ich selber nach Informationen, muss ich mir teilweise von unterschiedlichen Seiten zusammensuchen und dann schauen, wie ich spezifisch für mein Problem eine Frage beantworten kann. Auf der Grundlage vieler unterschiedlicher Informationen. ChatGPT erlaubt mir nun plötzlich auf dieser Wissensgrundlage, die dieses KI-Modell zur Verfügung hat, eine Geschäftsfrage oder vielleicht eine Fragestellung, eine Problemstellung aufzugeben. Und ChatGPT ist in der Lage, mir diese Frage ganz konkret zu beantworten. Das heißt, ich habe ein Businessproblem, weiß nicht, wie ich es lösen soll, und ich habe jetzt einen Punkt mit ChatGPT, der mir zurückwerfen kann, so und so könntest du nach der Meinung dieses KI-Modells dieses Problem lösen. Und die Antworten, die ich da bisher bekommen habe, die waren teilweise einfach nur sensationell. Es ist fast wie in Consulting, ein Consultant auf der Seite. Also wie praktisch ein eigener Unternehmensberater oder jemand, der da wirklich ordentlich Fachwissen hat, der mir da jederzeit zur Verfügung steht, finde ich mega spannend. Und vor allem eben auch das Thema Business Intelligence. Ich denke, dass das auch noch einmal ganz spannend ist. Wobei wir auch noch einmal über Themen, das Ding kann ja Fremdsprachen, also wirklich, sage ich immer, das Thema Sprachen in aller Facette, wie man sich es auch nur vorstellen kann. Die Herausforderung haben wir allerdings immer noch. Wie weiß jetzt ChatGPT allerdings mein firmenspezifisches Wissen? Also, was ist in meinem Unternehmen los? Wie ist der Krankenstand? Was ist der Umsatz? Dann vielleicht sogar fachspezifisches Wissen, was noch viel wichtiger ist. Vielleicht hat jemand mal ein Buch geschrieben, sage ich mal, bei mir im Unternehmen, oder das Fachwissen liegt in irgendeinem Unternehmenslexikon. Kann ich das der KI auch zur Verfügung stellen? Weil das war ja der Hammer. Also jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen an zur Frage, welche Limits hat die KI? Und die KI weiß nur das, was es mitbekommen hat in den Trainingsdaten, die verwendet wurden, um diese KI zu erstellen. Und bei ChatGPT weiß man das eindeutig, wo da eine Grenze war. Und zwar gab es da eine Datumsgrenze. Bis dorthin wurden Informationen in dieses Modell hineingegeben. 2021 so, war das? Also richtig, oder? So ist es genau. Aber jetzt natürlich mit den neueren Modellen werden die insoweit nochmal aktueller. Die Frage ist, wahrscheinlich eines Tages haben wir komplett aktuelle Informationen. Aber darüber hinaus, wir sprechen ja über die Limits. Das heißt, einerseits haben wir da eine zeitliche Komponente und zweitens haben wir natürlich auch die Limits, weil nicht alle Informationen standen der KI zur Verfügung. Ich möchte euch aber einfach mal ermutigen, geht mal in ChatGPT und fragt mal nach eurem Unternehmen. Und gegebenenfalls werdet ihr überrascht sein, dass ChatGPT schon etwas über euch weiß. Und zwar das, was es herausgefunden hat, in den vielen Myriaden von Webseiten, die als Content ChatGPT zum Training zur Verfügung gestellt wurden. Aber ihr werdet auch sehen, dass ChatGPT bei weitem nicht alles weiß. Und deshalb bietet ChatGPT eine Möglichkeit, eigentlich gegeben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir ganz spezifisches Wissen in die Antwort, die ChatGPT generiert, mit hinein integrieren können. Das heißt, wir können zusätzliches Wissen ganz spezifisch für eine Antwort ChatGPT zur Verfügung stellen. Die Möglichkeit besteht. Also das hört sich super spannend an, weil dann habe ich plötzlich ja ganz konkrete Anforderungen, selbst bei mir im Unternehmen. Und da wollen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge soweit sein. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, dieses Thema ChatGPT, das Thema KI auch noch einmal selber intensiver zu beleuchten. Probiert es aus, es ist wirklich fantastisch. Und wie gesagt, ihr könnt auch euer eigenes Wissen
der KI zur Verfügung stellen, wie das funktioniert. Das machen wir im nächsten V-Log. Vielen Dank. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, stellt eure Fragen. Und ich freue mich schon riesig aufs nächste Mal. Und du, Thomas, sicherlich auch. Tschüss, hat mich riesig gefreut. Bis zum nächsten Mal.